Ahaha, Leute, hallo, willkommen zurück zu Whispering Willows. Ich spiele gerade im Anschluss zum letzten Part. Oh, das ist so doof, ne? Ich habe hier noch versucht, dieses Weinrätsel zu lösen. Und was ist? Boah, wenn ich mich als Geist mache hier, dann kommt hier das Symbol. Und ich dachte die ganze Zeit, sie benutzt den Ring hier gar nicht. Und ich denke erstmal, das ist ja dasselbe, was wir jetzt auf dem Ring auch hatten. Dann kommt hier der Code. Lautet 3123. Ja, witzig, oder? Also ich meine, zack, hat man den blöden Code. Und ich versuche hier voll logisch um die Ecke zu denken, das Symbol abzulesen. Okay, 3, 1, 2, 3. Und? Yeah, endlich. Was kann nicht wahr sein, ey? Warum passiert immer nur mir das? Mit den Rätseln. Ich hätte mich nur zum Geist machen müssen. Oh nein, hier ist was Böses. Ja. Dings leuchtet rot. Okay, von da. Nee, von Fleur. Es ist etwas Zeit vergangen, seit ich mit meinen Sachen in die Willows Villa gezogen bin, um Walter näher zu sein. Wir müssen unsere Liebe hinter verschlossenen Türen halten, da er sich als Bürgermeister keinen Skandal leisten kann. Er hat uns sogar einen extra Raum hergerichtet, wo wir zusammen sein können. Er ist solch ein netter, kluger Mann. Er hat einen Weg gefunden, uns Nachrichten schreiben zu können, die kein anderer lesen kann. Wir verschwenden unsichtbare Tinte und er hat mir einen Ring mit einem Symbol draufgegeben. Wir haben das Symbol in die Wand geritzt, um zu signalisieren, dass eine Nachricht da ist. Die Bediensteten wissen nichts von unserem System. Ich muss zugeben, dass es alles ziemlich aufregend ist und wie viel Spaß ich in den letzten Monaten hatte. Ja, aber ob das so toll ist, ich weiß nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was hier ist und mache mich auch gerade nicht als Geist. Hier habe ich eine Kiste. Lass die mal los. Nee, was ist denn, wenn ich nicht die Kiste davor schiebe? Dann kommen die Krabbelfiecher. Nein, dann kommen die Krabbelfiecher. Oh Gott. Wie schrecklich. Dann schieb mal schnell die Kiste davor. Ist wohl besser so. So. Etwas stimmt nicht mit Darby. Er ist vollkommen übergeschnappt. Früher war er ein Feigling, den ich kaum ertragen konnte, aber das ist zu viel. Er kam zu mir in mein Büro und hat zusammenhangloses Zeug geschwafelt. Er setzte sich, legte seine Hände auf den Kopf und sagte mir, er sei verflucht worden, dass er von dem kleinen Mädchen heimgesucht werde, das er getötet hatte. Ich interessiere mich weder für die Hirngespinste eines verrückten Mannes noch für seinen Umgang. Ich versuche, der Bürgermeister der Stadt zu werden. Niemand wird einen Mann wählen, der sich mit einem Wahnsinnigen abgibt. Es muss etwas wegen Darby getan werden, und zwar bald. Okay. Schnell weg hier. Ich höre einfach nur eklige Krabbelfiecher. Das ärgert mich so mit diesem blöden Weinrätsel, echt. Ich habe in letzter Zeit über das Böse nachgedacht. Woher kommt es? Wie sieht es in einer Person aus? Ich glaube, ich habe es nun aus erster Hand gesehen. Ich habe flackernde Schatten in Käfigen gesehen und habe zuerst gedacht, ich werde verrückt. Aber nein, was ich gesehen habe, war real. Ich weiß es im Inneren. Ich konnte die Finsternis spüren, die von diesen Kreaturen ausging, wie eine Art umgekehrte Sonne, wie ein schwarzes Loch. Durch diese Dinge fühle ich mich aussichtslos, hoffnungslos und traurig. Ich glaube, sie kommen aus unserem Inneren. Ich glaube, wir haben alle diese Dämonen. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will einfach nur meinen Dad finden. Ja, kann ich verstehen. Voll das Horrorhaus hier. Hier überhaupt irgendwo ein Spiegel, der nicht zerbrochen ist. Das hat wohl jemand, da hat wohl jemand ziemlich, weiß ich nicht, gewütet. Wieder eine Notiz von Wortham. Die Revolution der Großindustrie dieses Landes hat Sprünge in der Technologie und im Verständnis der Welt gemacht. Dieser demente Greis von einem Schaman hat mir vor Jahren erzählt, dass es an diesem Ort starke spirituelle Energien gibt. Ich werde Mittel finden, das zu meinem Nutzen zu machen. Mit dem Einsatz von Wissenschaft und mit Gott an meiner Seite werde ich meine Martha wiedersehen. Ich habe Prediger und Mönche und andere heilige Männer ersucht, meinen Geist zu reinigen. Aber kein Geld der Welt bringt etwas. Aber ich habe Geflüster an zwielichtigen Orten über antike esoterische Mittel gehört, um das zu erreichen, was ich will. Meine Hände sind bereits mit Blut befleckt. Meine Seele ist verdorben. Ich werde mich in den Okkultismus vertiefen, in das Dasein und sehen, was dahinter liegt. Ich habe bereits einige der Bücher gelesen und einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch folgt. Aber ich brauche mehr. Ich werde nicht aufhören, bis ich habe, was ich begehre. Oha. Okay, jetzt geht's aber los hier. Ab in den Okkultismus. Also ist er schuld an allem? Er wird mich nicht wundern.
Gut, dann gehen wir hier mal runter. Spannend hier gerade, wo wir sind, weil wir hier noch gar nicht waren. Gehst du mal bitte runter? Noch weiter runter. Huch. Nähmaschine. Was für eine coole alte Nähmaschine. Was für ein Regenbogen an Garn. So schön. Aha. John Elkhorn. Oh, den hatten wir schon lange nicht. Indem ich meine Zeit hier verbracht habe, bin ich empfänglicher für die Geisterwelt geworden. Und das auch nicht nur auf dem Gelände der Villa. Ich kann den Sog der Geisterwelt spüren, wenn sie in meinem Schlaf nach mir ruft. Ich erhasche Einblicke in die Träume meiner Frau, während sie auf mich übergreifen. Ich erwache jeden Morgen und fühle mich, als hätte mein Geist das Universum bereist. Ich sehe das Licht im Innern aller Personen, die ich treffe. Ich liebe es, Elena so anzusehen. Sie leuchtet wie eine kleine Sonne. Ich muss ihr irgendwann die Gebräuche unserer Vorfahren beibringen, wenn sie alt genug ist. Ich habe ihr bereits das Grundlegende gezeigt. Sie meditiert mit mir täglich, aber sie weiß noch nicht, was es bedeutet. Oha, okay. Sagt sie dazu noch was? So viele Vogelkäfige. Dieser Raum muss damals absolut furchtbar zu reinigen gewesen sein. Ja. Aber ich finde das sowieso grausig, einen Vogel in so einen Käfig zu sperren. Also ich finde, das ist irgendwie schon Tierquälerei, weil ein Vogel will ja auch fliegen. Deswegen würde ich nie einen Vogel haben wollen in so einem kleinen Käfig. Oh, hier ist ein guter Geist. Direkt vor mir. Marcy DeWitt. Der junge Meister Marcus muss essen. Ja, muss er. Ich muss ihn finden, sodass er gefüttert wird. Jungen im Wachstum brauchen schließlich ihre Nahrung. Also müssen wir vielleicht noch Nahrung für sie finden. Damit sie das Baby füttern kann. War hier wohl das Kindermädchen? Puppenhaus. Hä? Nö, gar nichts Gruseliges an diesem Ort. Überhaupt nicht. Finde ich gut. Gehen wir mal noch weiter nach links. Das ist einfach der größte Tisch, den ich je gesehen habe. Und wer sitzt hier an dem großen Tisch? Ah, der Kellner. Reginald Kingsley. Das Abendmahl wird bald serviert. Bitte wartet. Meister Willows will hier sein. Ja, okay, dann will er hier, weil will hier, ne? Tschüss. Oh, hier kann man nach oben. Gehen wir mal erstmal nach oben, bevor ich durch die Tür gehe. Gucken uns hier die Gemälde an oder so. Kann sie nicht in die Ecke gehen? Na gut, dann nicht. Noch eine Tür. Bevor ich die Türen abklapper, gehe ich erstmal hier überhaupt durch. Aber sie kann hier nicht rüber, glaube ich. Doch kann sie. Es sieht nur so aus. Oh, einen Pieps. Worth and Willows. Ich habe alle Seiten von jedem Buch durch, das ich finden konnte. Ich habe die uralten Riten durchgeführt und die entsprechenden Opfer durchgeführt. Ich habe die Worte gesprochen und mich unbekannten alten Göttern unterworfen, deren Namen vor langer Zeit verloren gingen. Ich kann fühlen, wie die Schleusen vor meinem Antlitz erschauern, aber ich kann sie noch nicht sehen. Ich muss sie finden und sie von ihren Ketten erlösen. Nur dann werde ich in der Unterwelt baden und kann Martha wiedersehen. Ich muss mich mehr auf diese ganze Sache einlassen, als auf alles andere, sogar auf das Leben selbst. Ja, mach mal, wenn du meinst. Das sind keine Bücher. Was für eine seltsame... Oh, dass die Schrift immer so kurz ist. Was für eine seltsame Auswahl an Gegenständen in diesem Bücherregal. Oh, ich konnte hier durchgehen. Oh. Elena Elkhorn. Dad! Keine Sorge, ich bin hier, um dich zu retten. Oh, Dad! Wir finden Dad! Elena, bitte nicht. Oh nein! Was denn wohl das törichtes Mädchen? Jetzt ist er mein. Nein! Nein!
Kapitel 4, Worthams Woes. War es das wirklich? Es tut so weh. War es das, nach allem, was ich getan habe? Nein, nein, ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufhören. Ich nehme dieses Ende nicht hin. Ich muss es tun. Ich muss meinen Dad retten. Wenn nicht ich, wer sonst? Ich bin die Einzige, die helfen kann. Ich werde nicht einfach aufgeben. Wortham muss während des Kampfes meinen Anhänger die Energie entzogen haben. Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Es ist mir aber egal. Ich habe keine Angst. Ich werde erfolgreich sein. Das muss ich. Ich glaube, sie hat auch genug Geister langsam gesehen. Und ich habe einen Teleskopfilter bekommen und einen Tagebucheintrag. Ich wurde geschlagen. Ich habe versagt. Das ist etwas, was ich akzeptieren muss. Wortham hat die Energie meines Anhängers absorbiert und kann... Und nun kann ich nichts verwenden, was Flying Hawk mir beigebracht hat. Ich fühle mich so machtlos, aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Dad war so nah, ich habe ihn gesehen, ich konnte ihn fast erreichen, wenn ich nur ein wenig stärker wäre. Nein, ich weigere mich aufzugeben. Jetzt nicht, niemals, ich komme und hole dich, Dad. Wortham, pass besser auf. So, ja, wir waren jetzt gerade, haben ihren Vater wieder getroffen und Wortham war da und ja, ihr habt ja alles gerade selber gesehen. Das Problem ist, dass ich während der Sequenz zuletzt F7 gedrückt habe. Das ist für mich immer ein Screenshot machen. Das war ein blöder, böser Fehler, weil dadurch war die komplette Szene übersprungen. Und es hat mich so geärgert, dass ich jetzt gerade neu zugeschaltet habe und ein komplett neues Spiel quasi gerade gespielt habe. Deswegen habe ich vielleicht jetzt nicht alle Tagebucheinträge oder Notizen oder weiß ich doch nicht was. Deswegen mache ich hier kurz einen Cut, damit ich wieder quasi auf meinem alten Level weiterspiele, als wäre nichts gewesen und habe mir halt die Mühe gemacht, damit die Sequenz halt zu sehen ist, das Spiel nochmal zu spielen, weil ich dachte, ja, wenn man weiß, was man zu tun hat und wenn man mal weglässt, dass man sonst viel lesen muss, könnte man das Spiel halt recht schnell nochmal spielen und dann habe ich das jetzt also gemacht. Mache ich also kurz einen Cut, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und jetzt bin ich auf dem alten Stand wieder. Das ist sehr schön. Ich schätze mal, jetzt haben wir auch alles eingesammelt, weil es kann natürlich sein, dass ich beim zweiten Durchlauf nicht alles gefunden habe an Notizen, weil mir das beim zweiten Durchlauf nicht so wichtig war. Ich habe es vorsichtshalber trotzdem gemacht. Bin eigentlich gerade ganz froh, dass ich noch einen zweiten Spielstand jetzt habe ab hier für den Fall, dass nochmal wieder irgendwas passieren sollte oder so. Dann brauche ich nicht alles nochmal machen. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Sternenwarte. Ich kenne mich mittlerweile hier auch irgendwie ganz gut aus, dadurch, dass ich das nochmal gemacht habe. Und es schüttet hier ziemlich. Hier sind wir auch schon bei der Sternenwarte. Gehen wir doch mal rein. Jetzt haben wir dieses Teleskop-Dingens. Vielleicht hilft uns das. Außerdem tut mir der Geist hier auch ein bisschen leid, der hier die ganze Zeit gewartet hat auf Wortham. Hat er so lange gewartet, bis er gestorben ist? Oder? Ich weiß auch nicht. So. Linse. Eingesetzt. Ah, oh, das ist ja cool. Jetzt können wir hier noch was machen. Bevor ich das jetzt mache, nichts ist passiert, sieht man doch hier so ein Sternbild. Das kann mir doch bestimmt helfen. Kann man das nebenbei sehen, wenn ich hier rumfummel? Ja, so ganz schwach, ne? So. Das ist schon mal gut. Das ist auch richtig. Das ist nicht gut. Das mach mal weg. Ja. Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit? Sonst ist das ja ganz gut. Nee, das ist nicht richtig. Eigentlich so. Oh, es hat sogar geklappt. Ja, cool, das ging jetzt ein bisschen schneller. Freue ich mich. Also ich habe keine Ahnung. Ich spiele jetzt wieder blind. Darüber freue ich mich sehr, weil nachdem ich das alles jetzt nochmal gemacht habe, will ich auch meine Belohnung haben und endlich weiterkommen. Aber nachdem das jetzt mit dem Weinrätsel ja auch so unklar war, ist jetzt eigentlich wieder klar, dass man, wenn man so ein Rätsel hat, die Hilfe eigentlich bekommt. Vorher dachte ich ja beim Weinrätsel, man muss echt jetzt auf einmal voll selber logisch denken. Ist aber eigentlich auch unsinnig, weil das ganze Spiel gibt einem eigentlich genug Hinweise. Nur eine einzelne Kiste, für was könnte sie sein? Weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt Screenshots nur noch so mache. Und nicht mehr während Sequenzen sind. Genauso wie bei den Wimmelbildspielen. Das Problem hatte ich ja auch schon mal, wieso stirbt sie denn jetzt hier? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass hier irgendein Monster ist. Ach, ich habe ja meine Kräfte nicht mehr. Okay.
Ich habe ein bisschen Schiss hier. Oh. Ja, ich habe ein Logo gefunden. Das ist ja schön. Ich höre wieder was. Was soll ich denn machen? Ich meine, ich... Ich laufe einfach ganz schnell. Haha, schnell hoch mit dir. Ich will aber die Notiz haben. Das Vieh kommt die Leiter hoch. Das ist ja wohl Quatsch, oder? Ja, dann muss ich mich beeilen. Dann hole ich das schnell und... Ja. Ich glaube, das kriegt... Ja, war klar. Aber irgendwie habe ich den Dreh gerade davor gut rausgehabt. Mit dem Warten. Auch wieso kann ich die Kiste denn nicht schieben? Ich kann hier gar nichts machen. Ich habe voll Pech. Voll Pech. Ich gehe mal nach den Geräuschen. Ich hab Schiss. Kommt mir das hinterher? Nö. Ich weiß halt nicht, bis wohin es krabbelt. Ich will die Notiz. Oh, ich will die Notiz haben. Verkackte Scheiße hier. Was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Ach, da oben krabbelt's. Ich sehe das jetzt erst. Es krabbelt ja da oben. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre unten und unsichtbar. Haha, das ist ja... Und wo war es jetzt? Da, das ist ja cool. Das habe ich immer voll übersehen. Ich habe nach unten die ganze Zeit geguckt und aufs Geräusch geachtet. Das ist praktisch. Dann habe ich ja so ein bisschen... Das ist durch den Dampf zu sehen. Ich verstehe. Wo ist es da? Wo? Wo? Ich glaube, es ist da hinten jetzt. Okay, es kommt zurück. Und dann lässt es sich fallen, ne? Kommt es jetzt hinter mir her? Ja. Okay, warte. Dann ist ja eine Hilfe da. Ah, und hier macht er eine Wendung. Das finde ich gut. Ich muss... Scheiße, das war ein bisschen zu schnell. Ich war jetzt schneller als er. Okay, wenigstens weiß ich jetzt, auf was ich achten muss. Ich hab den echt da oben die ganze Zeit gar nicht krabbeln sehen. Ich darf halt nicht schneller als er sein. Oh. Das ist gemein. Ach Mann, oh. Ich bin... Wie kommt man denn da hinten in die Ecke? Mies, ne? Echt mies. Ich darf halt nicht unter ihn kommen. Wie soll ich das denn machen? Ich muss halt schnell die Leiter irgendwie benutzen oder so. Anders geht das ja gar nicht. Ja. Aber jetzt bin ich schon oben. Ich will doch noch gar nicht nach oben. Ich meine, es ist toll, weil dann kommt man weiter, aber ich will die Notiz haben. Und schon habe ich sie. Hier ist etwas... Ich bin noch nicht ganz sicher, was es ist. Es ist nichts, was ich je gefühlt habe. Es löst ein ungutes Gefühl in meinem Magen aus. Ich kann die Gegenwart davon spüren. Ich verspüre hier eine gewisse Anziehungskraft. Ich weiß nicht, wo es ist oder woher es kommt. Ich weiß nur, dass es tief im Innern der Villa ist. Ich werde versuchen, das zu finden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier eine tiefgründige Wahrheit verborgen liegt und dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Die Frage wird mir für immer auf der Seele brennen, wenn ich es nicht herausfinde. Ja... Kommt das Krabbelvieh jetzt wieder? Das Krabbelvieh! Das Krabbelvieh! Aber ich habe die Notiz, ne? Die habe ich jetzt wahrscheinlich noch, oder? Das war eine Notiz von Flying Hawk.
Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer. Endlich kommen sie. Sie kommen. Nee. Habe ich mich geirrt? Und das war jetzt gar nicht von ihm. Die Notiz liegt ja hier nicht. Dann habe ich sie doch. Haha. Hat mich nicht erwischt. Hehe. Ist hier auf der rechten Seite noch was? Oh. Wortham Willows. 12 von 13. Ich bin nicht sicher, was ich getan habe. Es fühlt sich an, als ob Teile meines Wesens vor mir gerissen wurden und zu neuen, dunklen, schattenhaften Dämonen umgeformt wurden. Sie durchstreifen das Gelände und ich kann ihre Anwesenheit spüren, wie sie wie Kakerlaken herumhuschen. Ich glaube nicht, dass jemand anderes sie sehen kann, da ich der Einzige bin, der sich auf die andere Seite eingelassen hat. Und ich habe es nicht unbeschadet überstanden. Ich habe getan, was ich kann, um sie zu unterbinden, aber ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird. Ich habe Dinge gesehen, die die meisten nicht wagen würden, und ich habe das verborgene Wissen, wonach sich alle sehen, die Unsterblichkeit. Ich habe noch nicht die Mittel, um dies auf lange Zeit zu ermöglichen, aber ich kenne einen Weg. Ja, Elena ja anscheinend auch. Sehr praktisch auf jeden Fall. Ich habe auch immer Schiss hier langsam irgendwie. Man weiß ja nie, was hier kommt. Wieder ein Badezimmer, wo nichts ist irgendwie. Wieder ein Grammophon. Oh, ein Kontrabass, eine Harfe. Oh, wie schön. Ich wünschte, ich könnte ein Musikinstrument spielen. Vielleicht lerne ich es eines Tages. Ja, wenn du den ganzen Scheiß hier überlebst und nicht selber auch noch zum Geist wirst, schon. Nein. Krieg ich wieder eine Hilfe? Oder ist es über mir? Ich glaube, es krabbelt über mir und gar nicht hier. Bestimmt da oben. Wie unangenehm. Ach, das ist Wasser. Ich dachte, das wären Krabbelfiecher. Doch, es ist ein Krabbelfiech. Ich könnte das, diese Jacke. Ich habe Angst. Ich könnte der jetzt Jacke nicht hier lassen? Nee. Hier, schnell. Ich bin tiefer in die Villa gegangen, um die Quelle dieser rätselhaften Macht zu finden, die nach mir ruft. Ich wollte sie ignorieren, aber ich kann es einfach nicht. Es ist in meinem Kopf, selbst wenn ich schlafe. Ich habe Schwierigkeiten, mich in der Villa zurechtzufinden. Es gibt so viele Türen, die verschlossen sind oder einfach nur blockiert wurden. Es gibt sogar einen Raum, wo die Decke eingestürzt ist. Ich habe nachgesehen, aber es existiert kein Grundriss des Gebäudes in den Archiven. Ich weiß, ich werde es finden. Es wird bloß etwas dauern. Ich spüre es in meinem Herzen. Das Krabbeln macht mich ein bisschen kirre. Ich sehe das Krabbelvieh bestimmt nur wieder im Wasser. Hallo. Da hinten ist das Krabbelvieh. Okay, sind das zwei? Wie ekelig. Bett. So müde, muss weitergehen. Die Arme, die sucht ja auch schon seit Stunden nach ihrem Vater. Noch eine Notiz. Von Wortham mal wieder. Nee, von John Elkin. Ich habe es ins Herz der Villa geschafft. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe zu finden, denn dort war nur ein leerer Raum, wie die vielen anderen auch. Ich fühle mich nicht wohl da, aber sonst ist dort nichts Besonderes, glaube ich. Ich habe aber noch immer ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Es ist eine Vorahnung, die mich an eine Art drohende Strafe erinnert. Ich habe so viel Zeit in dem Raum verbracht, wie ich konnte, und habe nach Hinweisen gesucht. Jetzt weiß ich nicht mal, ob ich meine Suche beenden soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich plötzlich so hoffnungslos. Ich will nur meine Familie sehen. Der Arme. Ist nicht einfach hier. Was ist hier noch rechts? Komme ich daher? Ja. Ach, das ist einfach nur, um die Viecher auszutricksen. Ah, alles klar. Hehe, das ist ja gut. Also muss ich nach links, ne? Oh, war das jetzt gerade bei mir? Das ist ja blöd gelaufen. Jetzt kommt es gerade wieder.
glaube, jetzt ist es vorbei. Prima. Ein bisschen was sehen muss ich aber schon noch. Okay, ist auch vorbei. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Nee, hier soll ich runter. War hier noch was in der Ecke? Nö. Gut. Oh, wieder so ein Esstisch. Billardtisch. Ach so. Ich wünschte, Dad wäre hier, um mit mir zu spielen. Tja. Ja, wir haben ihn ja schon gefunden gehabt, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Oh, Waffe, Chemikalie, Kreatur. Ich weiß jetzt, was diese Dämonen sind. Sie sind Teile von Worthams verdorbener Seele und sie haben ihren eigenen Kopf. Er hat in Gebieten geforscht, in denen er nicht hätte forschen sollen. Er hat nach Wissen gesucht, das nicht für Menschen bestimmt war. Was daran endete, dass seine Seele zerbrach und seine geliebten Kinder erschaffen wurden. Ich muss vorsichtig bei ihnen sein. Sie agieren als Worthams Wachhund und ich darf nicht zulassen, dass sie mich schnappen. Ansonsten würden sie mich in Stücke reißen. Ja, da könnte was dran sein. Da liegst du, glaube ich, gar nicht so falsch. John Elkin, ich weiß nicht mehr, was vor sich geht. Ich verliere Teile meiner Tage hier in der Villa und ich weiß nicht, warum. Manchmal kommt es mir vor, als würde mich jemand verfolgen und ich höre Geflüster in meinem Ohr. Aber wenn ich schaue, ist dort niemand. Letztens habe ich mich in den Katakomben wiedergefunden, wie ich zur Tür gestarrt habe. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich dort gelandet bin. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich ein paar Hecken getrimmt habe. Ich bin heute Morgen hier aufgewacht. Ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt nach Hause geschafft habe, aber das muss ich wohl. Meine Erinnerung ist so verschwommen. Ich muss sicherstellen, dass ich zu Hause anrufe. Ich muss mit meiner Familie reden. Ich weiß nicht warum, aber ich muss es einfach. Oh, das muss ja auch schlimm sein, wenn die so sterben und das gar nicht mitkriegen und so. Sieht aus, als stünde diese Rüstung hier schon seit Ewigkeiten. Tür verschlossen. Noch wieder ein Stockwerk tiefer. Teleskop. Ah, hier kann ich eine Waffe anpassen, die nach rechts zeigen soll wegen dem Teleskop. Ich mach die mal so ein bisschen schräg. So. Auch nicht. Tada. Hat geklappt. Haha. Langsam kriege ich den Dreh raus. Okay, hier kann ich sie anpassen und die soll nach unten zeigen, wie es aussieht. Ohne hoffentlich Elenas Kopf abzuhacken. Aber er ist ja auch anders. Also die Statue ist ja andersrum. Aber vorher war sie ja so. Bin ich verwirrt. Soll man das Spiegel... Also... Ja, soll man. Okay, dann war sie wohl doch andersrum. Ich dachte, die war so. Bevor ich sie umdrehte und... Was? Diese Keule ist so schwer. Wie konnte jemand sie jemals schwingen? Ich habe eine Keule. Damit hau ich jetzt allen auf die Mütze. Ja, wir haben eine Keule. Können wir Wortham so richtig mal auf die Schnauze hauen? Bei dem tut das Ganze ja mit den Einwohnern irgendwie überhaupt nicht leid. Was voll scheiße ist. Dem hier, dem fehlt doch was. Gib ihm mal hier was, genau. Und jetzt machst du die Keule mal nach da. So. Tada. Und? Die Zeit ist gekommen. Ich habe vorbereitet, dass mein Anwesen überlebt, wenn ich fort bin. Und so soll es sein. Für die kommenden Generationen werden alle Einheimischen meinen Namen kennen. Ich bin der Gründer dieser Stadt und ich bin noch nicht mit ihr fertig. Die Unsterblichkeit ist in meiner Reichweite. Ich muss nur danach greifen und sie mir nehmen. Danach wird mir Zeit nichts mehr bedeuten, während ich weiterhin im Äther nach einer Möglichkeit suche, meine Martha wiederzusehen. Am Ende werde ich bekommen, was ich will. Das tue ich immer. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein geeigneter Wirt.
In meiner Jugend hatte ich vor, die Quantaco auszurotten, aber ich bin froh, dass ich in meinen Bemühungen gescheitert bin. Eines Tages wird ein Nachkomme jenes törichten Schamanen dieses Grundstück betreten. Wenn dieser Tag kommt, werde ich meine Erlösung kennen. Ich werde die Spinne sein und er die Fliege. Ich werde ihm die Macht aus seinem Blut pressen und sie absorbieren. Meine Zeit wird früh genug kommen. Ich stehe über den Gesetzen des Diesseits und weder Mann noch Frau wird mich aufhalten. Ja, ich bin Wortham. Der Gnadenlose. Statue von Wortham Willows. Wenn ich reich wäre, hätte ich auch eine Statue von mir in meinem Haus. Ja, ich würde sagen, durch diese Tür gehe ich im nächsten Part, da der jetzt ansonsten sehr lang ist und ich will ja noch am Ende ein bisschen was dazu sagen, falls das Spiel bald endet. Also sehen wir uns im nächsten Part von Whispering Willows. Ist total spannend für mich immer noch und tut mir leid, wenn ich hier und da nicht schnell genug war im Spiel, sonst wären wir natürlich schon etwas weiter. Aber so ist das, wenn man ein Spiel blind spielt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.